Hallo im Stream. Ich hoffe, ist jemand da? Wir haben hier niemanden außer Polaris. Polaris wird uns heute die Keynote bringen. Und zwar geht es um mehr Utopiewagen. Polaris. Ja, vielen Dank. Ich begrüße euch chaotisch zur diesjährigen Ausgabe der Datenspuren. Es ist mir eine große Freude, die Keynote halten zu dürfen. Ich danke allen aus der Orga, die dieses Event dieses Jahr trotz all der erschwerenden Umstände wieder auf die Beine gestellt haben und all den Engeln, die helfen, das hier möglich zu machen. Utopien. Warum sollten wir eigentlich gerade jetzt über Utopien reden und Luftschlösser bauen, wenn das bisher für uns alle ein schwieriges Jahr war? Ich hatte vor einer Weile ein Gespräch mit meinem Vater. Ich habe ihm erzählt, dass ich mit Angst in die Zukunft blicke. Angst davor, wie sich die Welt verändern wird unter all der menschengemachten Zerstörung, die dieser Planet jetzt schon durchlebt und immer intensiver durchleben wird. Der menschengemachte Klimawandel ist da und wir sind zu spät dran, das rückgängig zu machen. Als junger Mensch sehe ich in die Zukunft, in der wir nebst dieser noch viele andere Krisen durchleben werden. Und ich frage mich, wie ich damit umgehen soll. Zum einen bietet sich der pessimistische Nihilismus an. Dieses, das ist doch alles scheiße und egal, weil sich in ein paar Milliarden Jahren die Sonne zu einem roten Riesen aufblähen wird und das alles verschlingt. Ebenso als Alternative dazu bietet sich der positive Nihilismus an, der sowieso immer die Nummer eins in den Charts ist. Versuch es einfach zu verdrängen. Noch spürst du die Konsequenzen ja nicht. Fokussiere dich darauf, dein Leben zu genießen. Das sind alles Erzählungen, die wir bauen, um irgendwie damit umzugehen. Doch zugegebenermaßen bewirkt die erste Haltung nichts, um den Status quo zu verändern. Und die zweite bewirkt nichts und verwandelt Wiesen in Parkplätze für Einkaufszentren. Wir brauchen Erzählungen, um in der widersprüchlichen Welt unseres Alltags sinnvoll zu navigieren. Und die Erzählung von Wachstum, Fortschritt und Wohlstand zieht nicht mehr. Oder wir sehen endlich, welche Zerstörung Teil dieser Erzählung ist. Um aus diesen Geschichten herauszukommen, brauchen wir neue Erzählungen und neue Utopien, die uns die Bilder und die Begriffe an die Hand geben, unsere Situation zu verändern. Dem kann man natürlich wieder entgegnen, dass das Suchen nach einer besseren Welt auch eine Art von Flucht sein kann. Eine Flucht davor, sich mit der Beschissenheit des Status quo zu konfrontieren und sich in der eigenen Machtlosigkeit lieber dem widmen, Luftschlösser zu bauen, als mit der Situation anzufangen, die hier und gerade jetzt ist. Aber gegen diese steile These würde ich definitiv gegenhalten. Es ist nicht die Situation, die uns machtlos macht, sondern die Hoffnungslosigkeit. Sich zu wünschen, dass die Welt besser wäre, kann zwar eine Quelle sein, sich in etwas zu flüchten, aber es ist auch genauso das Ticket, dahin endlich etwas zu tun. Warum sollten wir nur versuchen, dann die Welt besser zu denken, wenn die Umstände halbwegs gut erscheinen? Entgegen der linearen Fortschrittserzählung, in der wir angeblich leben, gibt es mehr als nur einen Weg, vorwärts zu kommen. Gut, was müssen wir dann jetzt tun? Also wir könnten in allen Öffis Masken tragen, große Immobiliengesellschaften enteignen, Grenzen auf und allen Bleiberecht zugestehen, Autos in Innenstädten verbieten und schnellstmöglich den Mars kolonisieren, um die Menschheit vor der Zerstörung des Klimawandels zu retten. Hier mag ich vielleicht einige von euch verloren haben. Das mögen vielleicht meine, aber nicht eure Utopien sein. Eine Utopie, mehr als ein Konzept, ist vor allem eine rhetorische Form. Es ist der Traum von einer einfachen Lösung. Wir können betrachten, wie weit uns diese Utopie bringt, anhand eines Beispiels. Nehmen wir mal das, was ich erwähnt habe, eine Kolonie auf dem Mars. Was muss passieren, damit diese Dinge Wirklichkeit werden und Wirklichkeit bleiben? Also was sind die Produktions- und Reproduktionsbedingungen dieses Szenarios?
Betrachten wir zum einen, interplanetare Reisen sind teuer, monetär und auch vom Treibstoff her. Also werden wir so wenig wie möglich mitnehmen. Also keine Baumaterialien und auch erst recht keine großen Schaufelradbagger. Wer vor Ort eine Kolonie bauen möchte, kommt also nicht drum herum, natürliche Ressourcen auszubeuten. Doch das tut sich nicht von selber. Irgendwer muss die Drecksarbeit machen. Ob es jetzt darum geht, Ressourcen dort vor Ort abzubauen oder in künstlichen Plantagen. Man kann so viel automatisieren, wie man möchte. Irgendwo ist immer Maintenance. Irgendwo ist immer jemand, der Drecksarbeit leisten muss. Plus das gewisse Extra an klaustrophobischem Aufeinanderhocken werden wir auch wohl nicht drum herum kommen. Dafür haben wir jetzt hier auf der Erde dieses Jahr schon eine Kostprobe genießen können. Wovon gehe ich hier noch ungesagt aus? Was sind die Prämissen dieses Szenarios? Eine Hauptprämisse dieses Szenarios wäre, dass es insgesamt weniger kostet. Jetzt nicht unbedingt monetär. An Zeit, an Ressourcen, an Menschenleben. Eine Kolonie auf einem Planeten ohne Atmosphäre und Lebewesen aufzubauen, mit einer Crew von vielleicht 100 Menschen, als einen Planeten mit Biosphäre, Infrastruktur und vielen, vielen Mitstreiterinnen wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Die Prämisse von überhaupt jeder Utopie ist, weil das gut für mich ist, wird es auch gut für andere sein. Es ist schwer, das zu akzeptieren, aber es kann und es wird oft so sein, dass die Lösung, die für die anderen gut ist, für die Mehrheit, mich und meine Privilegien konfrontieren, uns vor Augen führen, dass wir nicht immer Recht haben. Wenn wir die Zeit und auch die Ressourcen haben, selber Zukunftsarchitektinnen zu spielen, gehören wir höchstwahrscheinlich zu denjenigen, die von vielen ungerechten Systemen profitieren. Wir müssen lernen, davon loszulassen, immer Recht zu haben, wenn wir Dinge mit anderen zusammen machen wollen. Eine Utopie, die nur mir etwas bringt, ist keine Zukunftsvision, sondern ein Spiegel des Status quo. Wenn wir es nur darauf abzielen, dass es uns selber besser geht, verändert sich nichts. Und als Einzelne, auch wenn wir uns selber verbessern, werden wir eine Gesellschaft nicht verändern können. Davon sollten wir uns aber nicht entmutigen lassen. Es ist durchaus erstrebenswert zu versuchen, unsere utopischen Träume im Kleinen auszuprobieren. Es ist wie ein Papiermodell, bevor wir das echte Ding fliegen lassen. Ein Proof of Concept. Für mich ist diese Community und auch diese Events ein gemeinsamer Artikulationsversuch einer Utopie im Kleinen, im gemeinsamen Lernen und Machen, nicht kommerziell, auf eigener Infrastruktur und freier Software. Doch worauf fußt das? Stichwort Produktionsbedingungen. Auf ganz viel unsichtbarer Arbeit, die im Hintergrund passiert, auf vielen Kompromissen und Maintenance und auf totaler Verausgabung hinterher. Dazu kommen noch all die unausgesprochenen Bedingungen, die das hier möglich machen. Zum Beispiel all die Bildung, die wir genossen haben, auf deren Grundlage wir uns überhaupt über Technik unterhalten können. Dass wir scheinbar neben unserer Lohnarbeit die Freizeit haben und diese erübrigen können, das hier alles auf die Beine zu stellen. Darin sind wir ganz klar eine Nische. Auch wenn wir uns andere utopische Experimente angucken, zum Beispiel die Hippie-Kommunen im Kalifornien der 60er Jahre, welche trotz egalitärer Grundsätze größtenteils von wohlhabenden, gebildeten, weißen Mittelstandskindern bewohnt waren, sehen wir, dass Utopien häufig in homogenen, exklusiven Räumen wachsen und abgekapselt, isoliert entstehen. Das ist nicht unbedingt immer ein Kritikpunkt. Viele Experimente brauchen Raum und kontrollierte Versuchsbedingungen, um zu funktionieren. Wir brauchen diesen Raum auch zum Nachdenken. Doch auch hier habe ich euch eine unausgesprochene Prämisse serviert. Nämlich, dass es so etwas wie kontrollierte Versuchsbedingungen gäbe. In einer Gesellschaft, in der wir alle verbunden sind, gibt es keinen abgeschlossenen Raum. Irgendwas kommt immer raus oder sickert rein. Auch wenn wir über lange Zeit etwas zusammen aufbauen,
sehen wir nur einen kleinen Teil der Menschen um uns herum. Nur einen kleinen Teil davon, wie wir alle mit der Welt da draußen verbunden sind. Wir alle müssen Miete zahlen, haben Familien, Verpflichtungen und Vorurteile. Wir können uns als Forschende nicht als Faktor aus dem Experiment herausnehmen. Oh, die Präsentation ist gar nicht mehr da. Ah, charmant. Ah. Einen Moment. Ah. Schön. Weiter geht's. Wir sind alle nicht frei von den Räumen, in denen wir aufwachsen. Der Käfig um uns rum, all die Disziplinen, die wir erfahren, ist jetzt in uns drin. Das alles tragen wir in uns. Und das alles tragen wir auch in uns, wenn wir versuchen, einen neuen Raum aufzubauen. Jeden sauberen Experimentierbereich, den wir versuchen zu schaffen, korrumpieren wir gleich dadurch, dass wir ihn betreten. Viele gelebte Utopieversuche sind gescheitert, unter anderem auch daran. Anfang der 1980er war die vorab genannte Kommunenbewegung mehr oder weniger kaputt. Bis 1973 hatten nahezu alle Kommunen sich aufgelöst oder sind verschwunden. Diejenigen, die übrig blieben, hatten entweder, fast ohne Ausnahme, autoritäre oder religiöse Anführer. In dem vorerwähnten Beitrag von Fred Turner und seinem Buch From Counterculture to Cyberculture wird beschrieben, wie die Ideen und die Sprache der amerikanischen 68er von Revolution, Projects, Communities in den 80er Jahren vom Silicon Valley übernommen und in eine Personal Computing Revolution und Digital Communities umgeformt wurde. Um uns letztendlich im Zeitraffer vorwärts zu heute genau die Art von militärisch-industriellem Monitoring zu servieren, das von den 68ern protestiert wurde. Was für diese Subkultur galt, wird auch auf alle Utopien zutreffen, die wir versuchen zu bauen. Entfernt man nur die antikapitalistischen Aspekte, nutzt die Ästhetik und die Coolness, kann man uns letztendlich genauso Produkte verkaufen oder T-Shirts oder Merchandise, die das Gleiche von all dem behalten, die das Gegenteil von all dem beinhalten, wofür diese Utopie einst stand. Da könnte man meinen, okay, dann müssen wir doch uns doch erst recht abkapseln und versuchen, uns diesem System zu entziehen. Aber da laufen wir wieder in die gleiche Falle. So, wir können uns nicht entziehen. So, wir können uns nicht isolieren, weil wir tragen das alles auch in uns und wir sind alle verbunden. Wenn wir uns nicht abkapseln können, müssen wir einen Umgang damit finden. Antizipieren, dass dieser Prozess passieren kann, vielleicht sogar passieren wird. Vielleicht lässt sich das auch irgendwie hacken und unterwandern, dass wir das nutzen. Da wir hier an der Veranstaltung sind mit Fokus auf Technik und Datenschutz, möchte ich gerne noch mal einen Schlenker zurückmachen zum sogenannten Solutionism. Ein Gedankenprodukt des Silicon Valleys. Kurz gesagt, der Traum, gesellschaftliche Probleme mit einem technischen Fix zu lösen. Nehmen wir mal beispielsweise so ein: Wir müssen nur dafür sorgen, dass alle Menschen einen Personal Computer haben. Das wird die Bildung revolutionieren. Nehmen wir das mal als These. Dem ist aber leider zu entgegnen, dass viele sogenannte innovative Technik häufig erstaunlich konservativ ist auf die Systeme, die sie hervorbringt. Nehmen wir mal als Beispiel den Buchdruck. Ja, ist ein bisschen her, aber kann sich trotzdem hier drauf anwenden lassen. Mit der Erfindung des Buchdrucks kam Hoffnung auf, dass Bücher und Wissen nun endlich aus dem Monopol des Adels und des Klerus zu befreien, denn nun alle frei Bücher drucken konnten. Aber was bringen Buchdruckmaschinen in den Händen derer, die sowieso schon Monopol über Bücher und Wissen haben? Es zementiert nur eben dieses Monopol. Und was bringen Bücher, wenn Menschen sie nicht lesen können? Der erhoffte Wandel kam erst durch das
kam erst durch sozialen Einsatz dafür, dass Menschen beidläufig lesen und schreiben lernen. Fazit all dessen? Technik allein führt nicht zu gesellschaftlichem Wandel, sondern Technik kombiniert mit sozialer und politischer Organisation. Solutionism ist in der Hinsicht eine einfache Lösung. Und einfache Lösungen sind verführerisch. Und mit dieser Verführungskraft der einfachen Lösung halten Utopien manchmal Händchen mit dem Faschismus. Und damit meine ich nicht nur die diskriminierende Alternative, sondern auch den Faschisten in jedem von uns drin. Das Potenzial in uns allen von faschistischen Versprechen von Reinheit und Rechtschaffenheit verführt zu werden. So, nach all dieser Kritik. Sind Utopien jetzt irgendwie korrumpiert und nutzlos? Nein. Wie gesagt, wir brauchen Utopien. Wir brauchen Gegennarrative gegen das, was bereits ist. Und da fehlt wohl eine Slide. Schade. Ich finde, Captain Peng hat das sehr schön formuliert in seinem Song Wer bist ich? Als ob es da noch irgendwas rauszufinden gäbe. Die einzige Verwirklichung des Menschen heißt Karriere. Und so ziehen wir uns aus des Rätsels Affäre. Und das ist irgendwie die Geschichte, in der wir leben oder leben sollen. Oder auch, wie ich finde, vielleicht nicht leben sollten. Aber genau dafür brauchen wir eben eine Alternative. Trotz all den Ballast, den das Konzept der Utopie mit sich bringt, können und sollten wir, wie ich finde, versuchen, dieses Konzept für unsere Zeit und unseren Kontext neu zu definieren, damit wir für uns selber verstehen, was das für uns bedeuten soll. So. Nach dieser Kritik 5 Handlungsmöglichkeiten. Erstens, Unterschiede zulassen. Wir leben in einer Welt voller Widersprüche. Das müssen wir akzeptieren, bevor wir damit arbeiten können und es verändern können. Wir müssen uns auf gar keinen Fall von der einfachen Lösung verführen lassen. Wir müssen uns damit konfrontieren, dass wir nicht immer Recht haben und dass Veränderung nicht immer bedeutet, dass wir uns selbst bestätigt bekommen. Zweitens, verbunden sein mit der Welt um uns herum. Wir müssen uns akzeptieren, dass wir uns nicht von der Gesellschaft abkapseln können. Sonst treten eben solche Effekte ein, wie dass wir entweder in unserer eigenen Echokammer sitzen und wir bestenfalls nur etwas bauen, was für uns selber funktioniert, und wir uns für andere unerreichbar machen. Oder dass, während wir nicht hingucken, unsere Ideen und unsere Ästhetik unterwandert und einfach in die bereits kapitalistisch funktionierende Maschine mit eingeflochten und verwertet wird. Drittens, unserem eigenen Bias bewusst. Es gibt diese schöne Stelle in dem Science-Fiction-Roman The Dispossessed von Ursula Le Guin. Einfaches Setting, es gibt einen kapitalistisch-feudalistischen Planeten und es gibt einen Mond, der darum sich bewegt, auf dem eine anarchistische Kommune ist. Diese beiden Zivilisationen sind voneinander isoliert oder sind nicht miteinander in Kontakt oder so wenig wie möglich. Und der Protagonist, Shevek, reist auf den anderen Planeten, um rauszufinden, warum die so agieren, warum die so komische Sachen denken, warum die so komisch schreiben, und versuchen, irgendwie diplomatisch zwischen den beiden zu vermitteln. Und das ist eine Szene, wo er auf einem Schiff auf der Überfahrt gerade ist und mit einem der ersten Menschen von Uras, dem Planeten, in Kontakt kommt. Er bemerkt, Kimos Gedanken schienen nie in einer geraden Linie zu verlaufen. Sie mussten um dies und jenes herumspringen, bis sie dann gegen eine Wand geklatscht endeten. Es gab Wände um alle seine Gedanken herum, doch er schien sich dessen überhaupt nicht bewusst zu sein, obwohl er sich ständig dahinter versteckte. Wir sind leider nicht der Protagonist, Shevek, der das so aufmerksam bemerkt. Wir sind Kimoe.
mit all den Wänden um unsere Gedanken. Auch ich habe diese Wände um meine Gedanken und navigiere um sie herum, während ich euch das Ganze präsentiere. Also alles einreißen? Nein, das ist leider keine Option. Ohne Wände geht es nicht. Denn wir brauchen in unserem Denken wenigstens etwas Struktur, um uns im Denken daran entlang zu hangeln. Aber wenn wir für die Utopie streben wollen, ist es unsere Aufgabe zu erkennen, was diese Wände überhaupt sind. Denn sie sind deswegen so machtvoll, weil wir nicht merken, dass sie da sind. Erst dann können wir beginnen, sie zu verschieben und umzubauen. Viertens, offen für Veränderungen. Es werden Generationen nach uns kommen. Und wenn wir wollen, dass unsere Utopien diese durchleben, müssen wir offen sein für die Ideen, die nach uns kommen. Es kann zwar sein, dass wir unsere Zukunftsvision, unsere Lösung perfekt auf die Umstände zugeschnitten haben, in denen wir gerade sind. Aber die können sich alle ändern und die werden sich alle ändern. Fünftens. Wir müssen versuchen, nicht statisch zu bleiben. Deswegen ist auch der Titel von dem Vortrag von Progress zum Prozess. Viele Utopien sind gescheitert, weil sie versuchen, einem statischen Idealzustand entgegenzustreben. Und dann scheitert man an dem inneren Druck, weil man kein Ventil nach außen lässt, oder die äußeren Umstände ändern sich und ohne Anpassung zerbricht der Idealzustand. Da ich es irgendwie nicht besser sagen kann, habe ich noch ein Zitat mitgebracht von Donna Haraway. Die Erzählungen von Erfolg, von Pflicht, von gutem Leben, was auch immer, die wir gezwungen sind zu durchleben, Erzählungen von unnachgiebiger, tiefgreifender, menschengemachter Zerstörung im Zeitalter des Kapitalismus. Doch da sind auch andere Geschichten, die sich gerade jetzt schichten, mit und in denen wir bereits leben. Diese Geschichten können auf vielen Wegen die Tödlichkeit des Anthropozäns unterbrechen. Es sind die Geschichten des gemeinsamen guten Lebens und Sterbens im Kontext der vielen Dringlichkeiten, denen wir uns gegenüberstehen. Kunst, Wissenschaft, Kultur und Politik müssen vereint werden, um dazu fähig zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet die Fähigkeit, antworten zu können auf die wirkliche Welt des guten Lebens und Sterbens, um ein anhaltendes Gedeihen zu ermöglichen. Kein Greifen nach einer abstrakten Zukunft und kein Greifen nach einem technologischen Fix. So, jetzt sind wir am Ende. Was ich euch mitgeben möchte, ist, dass das Gegenteil von der Utopie ist nicht die Dystopie. Das ist nämlich manchmal genau das Gleiche. Sondern das Gegenteil davon ist Zynismus. Es ist wichtig, dass wir überhaupt was tun und auch anderen ihre Utopie und ihre Träume nicht aberkennen. Also, was tun wir? Ich bin gespannt für all die Beiträge für die Konferenz und all das, was die BesucherInnen uns mitbringen. Dankeschön.